Deswegen ist es so besonders skandalös, dass in einem Staat und in einer Region, die sich Europa nennt und demokratische westliche Werte vertreten will, sowas zugelassen wird, dass zum einen es überhaupt nötig wird, dass man ein Referendum clandestin organisieren muss, um überhaupt eine Möglichkeit haben, zu bekommen, über eine Frage abzustimmen, die für offensichtlich sehr viele Menschen in dieser Region eine entscheidende Frage sind. Und ich denke, die einzige Möglichkeit, um die Situation zu klären, ist letztlich auch nur mit einem Referendum. Wenn man jetzt über die Geschichte guckt, dann hat Katalonien eine sehr klare demokratische und parlamentarische Geschichte, die also weitaus früher liegt, jetzt zum Beispiel als Strukturen in Spanien oder auch in Europa. Das Wort Parlament kommt, ja, unser Wort Parlament kommt von dem Parlament in Katalonien. Das erste zentraleuropäische Parlament gab es in Katalonien, es gab nur in Großbritannien früher noch ein Parlament. Also das ist schon mal so vielleicht als ein Datum, um ein bisschen klar zu machen, dass es da eine gewisse Historie gibt. Es gibt dann auch die Historie eben, dass um die Unabhängigkeit von Spanien immer wieder gerungen wurde in den letzten mehreren hundert Jahren. Es gab dann den großen Einschnitt 1714, als Katalonien unter die spanische Krone gefallen ist. Und in der Zeit danach gab es immer wieder Versuche, unabhängig zu werden oder auch innerhalb der beiden spanischen Republiken ein Auskommen zu finden. Der damalige katalanische Präsident, also der Präsident von Esquerra Republicana, Lluís Companys, der wurde ja dann in Frankreich von der Gestapo verhaftet und dann an die spanischen Putschisten übergeben und hier am Montjuïc in Barcelona hingerichtet. Das greife ich deswegen nochmal auf, weil wir ja kürzlich wieder vor der Situation standen, dass deutsche Polizei einen katalanischen Präsidenten festgenommen hatte und wieder die Situation da war, dass er ausgeliefert werden sollte nach Spanien. Und es gab auch von dem jetzigen PP-Präsidenten, der war damals noch Sprecher der Volkspartei, eine mehr oder weniger unverhohlene Todesdrohung gegenüber Carles Puigdemont. Nämlich Pablo Casado hatte gesagt, Puigdemont könnte so enden wie Companys. Also, und das muss man sich vorstellen in einem Europa, dass ein gewählter Präsident quasi eine Todesdrohung bekommt. Wir haben also hier zum Beispiel Manuel Fraga Iribarne, das ist der Gründer der Volkspartei gewesen, eine Partei, die sich bis heute nicht, also damals hieß sie noch Alianza Popular, die hat sich dann umbenannt, aber ich denke, die Feinheiten, wenn da jemand noch Fragen hat, können wir darauf eingehen. Der Mensch war Minister in der Diktatur. Vergleiche hinken immer, aber wenn wir uns einfach mal kurz vorstellen, dass ein Minister der Hitler-Regierung einfach eine neue Partei aufgemacht hätte und diese Partei hätte sich das demokratische Mäntelchen umgehängt und hätte dann weitergemacht. Wir haben hier unten dann José María Aznar, der war Falangist, der hat sich im Übergang klar gegen den Übergang in die Demokratie ausgesprochen. Das sind so ein bisschen die Koordinaten für eine Partei, die bis vor kurzem in Spanien noch regiert hat. König Juan Carlos haben und Franco, das ist nämlich die andere Ebene, ich mache jetzt wieder mal diesen hinkenden Vergleich, aber das ist ungefähr so, als wenn Hitler seinen Nachfolger bestimmt hätte. Das ist nämlich in Spanien so gewesen, dass Franco als Staatschef den König Juan Carlos eingesetzt hat und die Monarchie restauriert hat. Es wird Franco immer dieser Spruch zugeschrieben, aufgrund dieser Situation, die da geschaffen wurde, dass alles sehr gut festgezurrt wurde. Und es gab bis heute in diesen Strukturen weder eine Distanzierung von dem Putsch, von einer Gewalt, es gibt auch keine Öffnung, also es gibt nur ganz zaghafte Öffnungen der Massengräber in den letzten Jahren. Man muss sich das vielleicht auch nochmal vorstellen. Ich zitiere jetzt mal den ehemaligen Innenminister, der bis vor ein paar Jahren noch Europaparlamentarier war, Jaime Mayor Oreja. Der sagte auf die Frage, wie er denn zu Franco und der Diktatur steht, dann sagt er, spricht er zunächst von einer außerordentlichen Annehmlichkeit.
Und warum sollte ich den Frankismus verurteilen, wenn es viele Familien gab, die ihn natürlich und normal erlebt haben? Das müsste man sich mal einfach nur mal vorstellen. Irgendein deutscher Politiker, ich glaube, sowas trauen sich noch nicht mal NPDler in Deutschland so offen zu sagen. Das sagt ein ehemaliger Innenminister, und es gibt noch nicht mal einen Sturm im Wasserglas von Empörung, weil was in Spanien die Faschistoiden und die Nachfolger der Franco-Diktatur überhaupt kein Unrechtsbewusstsein entwickelt haben. Und das ist vielleicht ein bisschen auch wieder nur so als Flashlight auf die Situation, warum es vielleicht heute noch nötig ist in Spanien, dass man für Demokratie im Prinzip kämpfen muss. In der Situation in Spanien, wo sowohl in Katalonien eine Linksregierung, also aus der PSC, also ist eine eigene Partei, aber sie gehört zur spanischen Sozialdemokratie, und zwei, zum einen der Esquerra Republicana, der traditionellen Unabhängigkeitspartei, und der Izquierda Unida in Katalonien, die sind die Iniciativa per Catalunya. Die haben zusammen sich dran gemacht im Zusammenhang der Tatsache, dass in Spanien mittlerweile der Zapatero, also auch eine sozialdemokratische Regierung, an der Macht war. Den Versuch zu starten, die Beziehung zwischen Katalonien und Spanien neu zu regeln. Da wurde ein Autonomiestatut ausgearbeitet, das im Parlament auf eine Zustimmung traf, also im katalanischen Parlament zunächst auf eine Zustimmung traf von 90%. Bis auf diese postfaschistische Volkspartei haben alle dafür gestimmt. Dieses Statut ging dann nach Spanien in das spanische Parlament, und zwar konkret in die Verfassungskommission. Von dem Versprechen Zapateros, dass das quasi so, wie es in Katalonien von der großen Mehrheit der Bevölkerung verabschiedet wird, auch durchgewunken wird, blieb dann nicht mehr viel übrig. Ich zitiere jetzt mal den Alfonso Guerra, das war der Präsident der Verfassungskommission. Der hat zu dem Vorgang, der dann in Madrid stattgefunden hat, gesagt: Wir haben das Statut abgehobelt. Da wurden etwa die Hälfte aller Artikel verändert. Es gab zum Beispiel einen zentralen Punkt, der für Katalanen besonders wichtig ist, ist nämlich, dass wir es mit einer eigenständigen Nation zu tun haben. Der Begriff Nation stand im ersten Artikel dieses Statuts, also rechtsverbindlich, wurde dann in die rechtsunverbindliche Präambel verschoben. Die Tatsache, dass Katalan die bevorzugte Sprache sein sollte, wurde auch verändert, also abgeschwächt. Und dann gab es über dieses Statut noch eine Volksabstimmung, ein Referendum, um das anzunehmen. Das wurde dann auch mit 74% der Stimmen angenommen. Allerdings zeigte sich an der Tatsache, dass da der starke Hobel angesetzt wurde, dass sich nur noch 49% der Bevölkerung an dieser Volksabstimmung beteiligt haben. Viele Menschen in Katalonien sahen das nicht als ihr Statut an und wollten sich an so einer Abstimmung nicht beteiligen. Jetzt kommt aber dann der Vorgang, dass in einem Land, in dem die Justiz sehr politisiert ist, die postfaschistische Volkspartei, die in dem Fall auch wieder dagegen gestimmt hatte, gegen dieses Statut, obwohl es schon abgehobelt war, die haben dann den Hebel, die Axt über das Verfassungsgericht angesetzt. Jetzt haben wir die Situation gehabt, dass ein Statut 4 Jahre lang in Kraft war, bis ein Verfassungsgericht 2010 kommt und sagt, viele Sachen in diesem Statut sind verfassungswidrig. Da haben wir Besonderheiten, ganz herausragende Sachen sind zum Beispiel das katalanische Finanzierungsmodell. Das ist bei weitem nicht so weitgehend wie das baskische Finanzierungsmodell. Also die Basken dürfen ja Steuern weitgehend einziehen, und dann wird mit Spanien ausgehandelt, was man für die Dienstleistungen des Staates dann abführt. Soweit sollte dieses Modell nicht gehen. Und dann sagt das Verfassungsgericht, das Modell, was nicht so weit geht wie das der Basken, ist verfassungswidrig. Zusätzlich gibt es ungefähr 30 Artikel, die
wortgleich oder fast wortgleich im andalusischen Autonomiestatut stehen, die wurden gleichzeitig vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft. Das ist eine absurde Situation, dass wir jetzt in Spanien verschiedene Autonomiestatute haben und was in einem Autonomiestatut verfassungsgemäß ist, ist in einem anderen Autonomiestatut verfassungswidrig. Mit einem gesunden Rechtsempfinden, glaube ich, hat das schon mal wenig zu tun. Und die Tatsache, dass auch der Begriff dann Nation komplett gestrichen wurde, dass Katalan nicht mehr bevorzugte Sprache zum Beispiel in den Behörden sein soll, dass das alles gekippt wurde, markierte dann so einen Bruchpunkt in der Gesellschaft, ohne den man die Entwicklung seit 2010 nicht verstehen kann. Wir haben seitdem, also im Prinzip mit dem Urteil, die Geburtsstunde der neuen Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien erlebt. Man kann ja sehen, im Verhältnis zum Baskenland war die Unabhängigkeitsbewegung relativ marginal und schon gar nicht irgendwie besonders vehement vorgetragen. Und auf einmal tauchen auf der Straße mehr als 1 Million Menschen auf, die dafür demonstrieren, dass ihr Statut, das sowieso schon 4 Jahre in Kraft war, umgesetzt wird, beziehungsweise es kommt dann sehr klar die Forderung auf, eben wie hier zu sehen ist, nach Unabhängigkeit. Das ist der Javier Pérez Royo, das ist ein Andalusier, der an der Universität von Sevilla lehrt, das ist ein sehr schlauer Mensch. Der hat damals die Situation so analysiert, dass er sagt, es war das spanische Verfassungsgericht, was den Verfassungspakt zerstört hat. Und zwar, der Verfassungspakt basierte auf einer doppelten Garantie. Das heißt, wenn ein ausgearbeitetes Statut ein Landes, vergleiche jetzt mal mit Deutschland, Bund, Landesparlament verlässt, dann das spanische Parlament durchgebracht wird, dann noch einmal per Referendum von der Bevölkerung bestätigt ist, dann sagt er, dann kann ein spanisches Verfassungsgericht nicht mehr definierend eingreifen. Der prognostiziert dann, dass auf dieser Situation jetzt eine völlig neue verfassungsrechtliche Situation in Spanien geschaffen wurde und dass jetzt Spanien als ganz Spanien ein Problem hat. Wenn der Wille der Katalanen nach allen Verfassungsregeln formuliert für verfassungswidrig erklärt wird, dann sagt er, Zitat, Fakt ist, dass eine Tür geschlossen wurde und damit eine historische Etappe. Und der hat es damit meiner Meinung nach sehr klar auf den Punkt gebracht, dass eine historische Etappe geschlossen wurde. Es hat sich auch die Situation entwickelt, dass in der Debatte darum, dass die Katalanen immer stärker gefordert haben, wir wollen abstimmen, dass die Bewegung sich immer stärker verschoben hat in Richtung nicht nur blanke Unabhängigkeit, sondern es geht um Demokratie. Nachdem 2014 ja schon einmal von Spanien ein geplantes Referendum verboten worden war, das wurde dann trotzdem noch als unverbindliche Volksbefragung durchgeführt. Damals haben wir diese schrecklichen Bilder wie vorhin nicht gesehen. Spanien hatte sich aber bei dieser Abstimmung schon ziemlich verschätzt, weil sie haben damals gedacht, da wird sich eh niemand dran beteiligen. Also sie haben darauf gehofft, dass es einen massiven Boykott gibt. Es haben sich aber damals schon 2,2 Millionen Menschen an dieser Abstimmung beteiligt. Da muss man allerdings sagen, man kann die Zahlen nicht direkt vergleichen mit dem Referendum vor einem Jahr, weil damals dürften auch nach schottischem Vorbild 16-Jährige abstimmen. Also der Wähler... Wählerkreis war damals größer und damals haben 81% für die Unabhängigkeit gestimmt. Da gab es dann die Situation, dass die gemeinsam, also Esquerra und Convergencia zusammen in ein Wahlbündnis eingestiegen sind, Junts per el Sí, also gemeinsam für das Ja, nämlich mit der klaren Ansage, wer uns bei den nächsten vorgezogenen Neuwahlen wählt, wählt die Unabhängigkeit. Und wenn wir eine Mehrheit bekommen, dann werden wir uns auf den Weg in die Unabhängigkeit begeben. In dieser Phase war zum Beispiel für die linksradikale KUP, die auch zu dem Block der Unabhängigkeitsbefürworter gehört, klar, dass sie mit der alten Convergencia und mit Artur Mas als, sagen wir in Spanien heißt es der Delfin, also so der Zögling von Pujol, nämlich Artur Mas, nicht in einen gemeinsamen Prozess gehen wollen. Und wenn dann mit jemandem, der
zumindest mal an der Frage, oder nicht ein Linker, also in der Christdemokratie einen Linken zu finden, ist schwer, aber zumindest mal jemand vom linken Flügel zu haben und jemandem, der auch stets und klar für die Unabhängigkeit eingetreten ist. Und das ist eben dann Carles Puigdemont. Der wurde dann durchgesetzt und er hat dann diesen Prozess angeführt. In diesem Prozess der Formierung der Zivilgesellschaft sind Frauen sehr entscheidend und bedeutsam gewesen. Wir haben hier Carmen Forcadell. Sie hat mit Núria Casals, sie war die Chefin des katalanischen Nationalkongresses, und Núria Casals von Òmnium Cultural. Das sind so die beiden Organisationen gewesen, die für diese Organisation ganz besonders verantwortlich waren. Nach den Wahlen 2015 wurde Carmen Forcadell dann Parlamentspräsidentin und hat dann ihre Arbeit auf der Ebene fortgesetzt. Wir haben dann nochmal vielleicht kurz zum Referendum, wir haben dann Sachen erlebt, die einer formalen Demokratie völlig unwürdig sind, dass einfach, hier steht noch eine justizielle Autorität, einfach die Meinungsfreiheit komplett abschafft, indem einfach alle Webseiten, die sich irgendwie mit diesem Referendum beschäftigt haben, abgeschaltet wurden in Spanien. Da gab es keinen Richterbeschluss oder irgendwas. Das widerspricht auch allen spanischen Gesetzen. Ab allerdings ungefähr 200 Wahllokale, bei denen es möglich war, die zu schließen, und dort haben die das auch gemacht. Das ist dann das Ergebnis, dass die Mossos ungefähr mehr als doppelt so viele Wahllokale geschlossen haben als die Guardia Civil, und sie müssen sich trotzdem anhören, dass sie nichts getan haben, um diesen Vorgang zu verhindern. Die Situation erlebt, das wollte ich nämlich auch noch mal vielleicht kurz hervorheben, dass natürlich diese Bilder der Gewalt und die Bilder in dem Video sehr stark darauf abzielen, zu sagen, da wurde viel verhindert und die Leute konnten nicht wählen. Fakt war aber, dass es, nachdem die Computerprobleme weitgehend behoben wurden, eine relativ normale Abstimmung war über diese Bilder hinweg. Da hatte ich ein paar Videos. Es gab ewig lange Schlangen. Die Leute haben geduldig über Stunden und Stunden gewartet, dass sie endlich abstimmen durften. Das ist das Bild dieses Referendums und kein anderes. Wir haben dann das Ergebnis dieser Wahl gehabt, dass bei dem Referendum ausgezählt werden konnten 2,3 Millionen Stimmen ungefähr, also noch mal mehr, obwohl der Wahlkörper kleiner war als jetzt 2014. Man schätzt ungefähr, dass etwa 700.000 Menschen nicht wählen konnten oder ihre Stimmen beschlagnahmt wurden. Deswegen kann man dann davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung ungefähr bei 53% gelegen haben dürfte. Das sind auf jeden Fall deutlich mehr noch als die 49%, die bei dem Autonomiestatut abgestimmt haben. Über die Legitimität des Autonomiestatuts hat niemand jemals eine Frage erhoben. Deswegen kommen auch die Wahlbeobachter, also unter anderem deswegen kommen auch die Wahlbeobachter, die dort ja aus aller Welt anwesend waren, zu relativ klaren Ergebnissen. Einer dieser Wahlbeobachter war der Felix Grünberg, mit dem ich gestern die Veranstaltung gemacht habe. Leiter der 17 Wahlrechtsexperten, die diesen Vorgang beobachtet haben, war die Helena Katt. Das ist die Leiterin der neuseeländischen Wahlbehörde, also auch eine Person, die unverdächtig ist, dass sie jetzt irgendwie sich da in irgendeinen Deal einspannen lässt, in irgendeinen Wahlbetrug oder sowas. Die kommen in ihrem Abschlusskomitee zu dem Ergebnis, dass es gegen diese Abstimmung eine zentral gesteuerte und sorgfältig geplante militärische Operation gab. Sie sagt dann, uns macht fassungslos, dass bewaffnete, maskierte Beamte in die Wahllokale eindrangen mit dem Ziel, einen friedlichen, demokratischen Prozess zu vereiteln.
Sie sagt dann weiter für ihre Gruppe, wir waren Zeuge von Ereignissen, die kein Wahlbeobachter jemals mit ansehen müssen sollte. Wir beobachten zahlreiche und wiederholte Verstöße gegen bürgerliche Rechte und Menschenrechte. Wir sind schockiert darüber, dass dies überhaupt geschehen konnten. Auf der anderen Seite streichen sie den absolut friedlichen Charakter der Katalanen heraus und erklären, viele Handlungen beobachtet zu haben, die den festen Willen des Volkes und seine Entschlossenheit zeigten, sich über die Wahlurne Gehör zu verschaffen. Wir kommen dann zu dem Ergebnis, als Resümee, ungeachtet dessen und der weiteren Schwierigkeiten, unter denen die Menschen zu leiden hatten, als sie ihre Stimme abgeben wollten, möchte ich herausstellen, dass wir gestern dennoch einen Wahltag erlebt haben, dessen Ergebnisse respektiert werden sollten. Zwei Entwicklungen in dieser Geschichte. Die eine Entwicklung ist eine spanisch-nationalistische Mobilisierung in dem Sinne, wie wir in Deutschland Nationalismus definieren. Wir reden zwar gerne vom katalanischen oder vom baskischen Nationalismus, aber der ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier als Nationalismus verstehen, sondern ist viel eher meiner Meinung nach eine Reaktion auf einen sehr aggressiven spanischen Nationalismus, in dem er sich dann ein Stück weit zurückzieht auf seine Sachen, aber der sehr integrierend und einschließend ist und nicht ausschließend. Auf der anderen Seite haben wir eben hier zum Beispiel diese netten Menschen, die dann aus Spanien zum Teil herangekarrt werden, zum Teil auch aus Katalonien selbst kommen. Wenn man sich anschaut, was dieser Mensch da auf der Hand tätowiert hat, dann muss man sich nicht mehr fragen, wessen Geistes Kind das ist. Also, es ist natürlich auch so, dass Hakenkreuze in Spanien kein Vergehen sind. Auch das Zeigen vom Hitlergruß. Also das ist eine der großen Demonstrationen in Katalonien nach dem Referendum. Zahlreiche Menschen auf der Demonstration von der angeblichen katalanischen Zivilgesellschaft, die Hitlergrüße, Hakenkreuze, sehr aggressives Auftreten. Also das ist so das, was... Also ich wollte auf diese Demonstration gehen, dann haben mir die katalanischen Polizisten gesagt, sie können da nicht hingehen. Sie sind da nicht gut gelitten, allein ihr Aussehen reicht schon dafür aus. Eine andere Sache kurz anschauen, wie zum Beispiel innerhalb Spaniens, also in der Nachbarregion, zum Beispiel Valencia, mit Leuten umgegangen wird von eben diesen Leuten, die für das Selbstbestimmungsrecht der Katalanen auf die Straße gegangen sind. Also, also man kann auch da sehen, das war eine angemeldete Demonstration, die wird von Neonazis massiv angegriffen. Die Polizei ist da und geht nicht gegen diese Leute vor. Ganz im Unterschied im Verhältnis zu dem, wie gegen friedliche Wähler vorgegangen wird, die einfach nur ihre Stimmen abgeben. Die erste Unabhängigkeitserklärung im katalanischen Parlament kam. Die wurde hier verlesen. Carles Puigdemont hatte die ja in der Hoffnung darauf, dass es eine internationale Vermittlung gibt. Es gab dann verschiedene Vorschläge, Vatikan, Schweiz und so weiter. Sofort ausgesetzt, weil er sagt, wir wollen immer noch eine auskömmliche Lösung für diesen Konflikt finden. Wir wollen mit Spanien darüber verhandeln. Sinnvollerweise natürlich über ein Referendum. Es gab dann von spanischer Seite eben keinerlei Versuche, darauf einzugehen. Die Dialogverweigerung, die es schon seit 7 Jahren gab, also die haben überhaupt, Mariano Rajoy hat überhaupt nichts mehr mit den Spaniern, mit den Katalanen verhandelt. Das ging dann weiter, das endete dann mit einem Ultimatum und eben mit der Verhaftung der beiden Anführer der zivilgesellschaftlichen Organisation. Das war so der erste Wink mit dem Zaunpfahl, Puigdemont und die ganzen Minister. Wir haben hier zum Beispiel Joaquim Forn,
Wir haben Jordi Turull, die sitzen jetzt beide im Knast. Also als dann am 27. Oktober tatsächlich die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, kam dann ja sehr schnell die zweite Repressionsstufe, die Leute in den Knast gebracht hat. Das ist nochmal eine von den größeren Demos, wo jetzt auch noch ein paar der ehemaligen Minister wie Raul Romeva, Calaponsati da sind, die alle entweder heute im Exil oder im Knast sind. Um auch ein bisschen zu zeigen, wir sind auch bereit, stärkere Schritte zu gehen, allerdings immer friedlich. Und wir erleben seitdem in Katalonien eine Situation von sehr großen Demonstrationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine sehr starke Repression. Wir haben ja dann erlebt, dass ein Teil der Regierung sowohl von beiden Parteien einige in den Knast gegangen sind, als sie vorgeladen sind. Ein anderer Teil, jeweils auch die beiden Parteien, haben sich abgesetzt ins Exil, um quasi als Exilregierung aus Belgien weiter Politik machen zu können. Wir haben mittlerweile, abgesehen davon, dass wir in Spanien eine Presselandschaft haben, also hier ist ja auch die Berichterstattung nicht sonderlich gut, aber in Spanien ist es noch 10-mal schlimmer, was da kommt. Das ist eine derartige Einseitigkeit, das ist unglaublich. Wir haben aber auch auf der anderen Seite, auf der Ebene der Justiz, Vorgänge, die, wenn man die einem normalen Menschen irgendwie erklärt, er sagt, das kann eigentlich gar nicht sein, vor allen Dingen für Juristen. Wir haben zum Beispiel die Situation dann erlebt, dann kam der Paragraph 155, also Katalonien wurde unter Zwangsverwaltung gestellt, Parlament wurde aufgelöst, es wurden Zwangswahlen am 21. Dezember angesetzt. Die Wahlen gingen aus wie das Hornberger Schießen. Man hat zwar für eine riesige Wahlbeteiligung gesorgt, indem man die Wahlen erstmals wieder an einem Wochentag stattfinden ließ. Die Leute haben freigekriegt, die sind auch massenhaft wählen gegangen. Aber es hat sich auch da gezeigt, dass die angebliche schweigende Mehrheit, die es da geben soll, gegen diesen Unabhängigkeitsprozess nicht gibt. Das Wahlergebnis ging, wenn man leichte Verschiebungen in den Blöcken anguckt, ging das genauso aus wie vorher auch. Das heißt, im Prinzip wurde Carles Puigdemont als Präsident an der Regierung bestätigt und seine Minister natürlich auch. Jetzt war natürlich die Frage, wie bildet man eine Regierung, wenn die entweder im Knast sitzen oder im Exil sind. Dann bestand halt die große Frage, zum Beispiel, lässt man eine Fernwahl zu? Dann kommen natürlich die Argumente, ja, das ist in dem Statut nicht vorgesehen. Gut, dann kann man das Statut ändern. Dann hat Spanien da ständig eingegriffen, um zu verhindern, dass das Statut geändert wird. Und dann gab es einen Vorgang, der ist unglaublich für ein Gericht, nämlich, dass ein Verfassungsgericht einen präventiven Beschluss fällt. Normalerweise urteilen Gerichte über Vorgänge, die stattgefunden haben, und nicht über irgendwas, was stattfinden soll. Die haben das aber gemacht. Die haben dann präventiv verhindert, dass Carles Puigdemont auf der einen oder auf der anderen Weise gewählt wird. Und das ging dann so weit, dass das Verfassungsgericht einem präventiven Antrag der Regierung stattgibt. Und zwar über einen Trick. Die haben nicht entschieden, ob sie diese Klage annehmen. Haben aber, obwohl sie nicht entschieden haben, dass sie diese Klage annehmen, vorsorgliche Maßnahmen verhängt, um zu verhindern, dass der Herr Puigdemont gewählt wird. Das ist die nächste Stufe, die noch mal weit darüber hinausgeht, dass man präventiv sowieso nichts machen kann. Hohe spanische Juristen, wie zum Beispiel die Gabini Biodun, die ist Richterin am obersten Gerichtshof, die hat gesagt, es kam zu sehr merkwürdigen Vorgängen, eben zum Beispiel, dass vorsorgliche Maßnahmen verhängt wurden und dass vorsorgliche Maßnahmen vor allen Dingen verhängt wurden, die niemand beantragt hat. Also das Gericht ging noch über das hinaus, was die Regierung überhaupt wollte. Und hat sich wahrscheinlich angeguckt, oh, das ist alles sehr kompliziert. Wir müssen das versuchen, noch ein bisschen abzusichern und haben dann eben die Maßnahmen verhängt, die das dem Puigdemont unmöglich gemacht haben, dahin zu gehen. Eben nach einem gewissen Hin und Her klar wurde, wir brauchen eine Regierung, wir müssen handlungsfähig werden und wir müssen versuchen, jemanden zu wählen. Dann wurde ein anderer Kandidat aufgestellt, eben der Jordi Sanchez, der eben im Knast war. Da hat man gesagt, okay,
Jetzt schauen wir mal, testen wir von unserer Seite aus, wie weit Spanien bereit ist zu gehen. Das hatte den Hintergrund, dass ein Mensch, der in Untersuchungshaft sitzt, ja alle politischen und zivilen Rechte hat. Das heißt, er kann auch gewählt werden als Präsident. Es war natürlich klar, dass dieser Mensch der spanischen Regierung nicht gefällt. Also hat man wieder einen Weg gesucht, um das zu verhindern. Und da hat dann der Richter Pablo Llarena am obersten Gerichtshof, der den Mann wegen mittlerweile nach dem Aufruhr auch jetzt für Rebellion anklagt, kam zu dem Trick, dass er gesagt hat, wir befürchten Demonstrationen, der könnte ja da irgendwie frei befreit werden, deswegen können wir den aus Sicherheitsgründen nicht vom Gefängnis ins Parlament bringen. Wie absurd diese Geschichte ist, kann man daran erkennen, dass, fällt mir der Vorname nicht ein, Yoldi, Mitte der 80er Jahre, als die ETA im Baskenland sehr aktiv war mit Anschlägen, mit Gefangenenbefreiung und so weiter und so fort. Er als Untersuchungsgefangene von ETA kandidiert hat für die, als Parlamentspräsident, als Präsident für die Partei Herri Batasuna, und er wurde aus dem spanischen Knast ins Baskenland verlegt, und er wurde dann unter der Drohung der ETA scheinbar, ihn zu befreien oder Anschläge oder was auch immer durchzuführen, ins Parlament gebracht und durfte seine Kandidatur verteidigen. Das führt, diese ganzen Argumentationen, die dieser Richter gegen eine Bewegung bringt, die von vorne bis hinten gewaltfrei ist, natürlich absolut absurdum. Da zeigt man dann, sieht man dann, dass dieser Richter Pablo Llarena, der über gegen alle Normen, wie man als Richter an diesen obersten Gerichtshof kommt, auf diesen Posten gesetzt wurde, und der seitdem, das werde ich jetzt gleich genauer erklären, uns eine Märchenwelt präsentiert von einer angeblichen Rebellion, alles tut, was er glaubt oder was er direkt ausführt für die damalige postfaschistische Regierung. Ich rede von einer Märchenwelt in dem Sinne, dass zum Beispiel auch, ich zitiere nochmal den Verfassungsrechtler Javier Pérez Royo, der Pablo Llarena behauptet ja, es seit einer gewissen Zeit, und mit dieser Begründung hält er auch 9 Menschen im Knast bzw. im Exil, dass es eine Rebellion gab. Eine Rebellion nach spanischem Gesetz ist ein öffentlicher gewaltsamer Aufstand. Schon der Garrido, der diesen Paragraphen 1 geschrieben hat, hat klar gesagt, das ist völlig überzogen. Er hat den Paragraphen damals geschrieben mit Blick auf Vorgänge wie den Putsch 1936 und wie den versuchten Putsch 1981, als die Guardia Civil bewaffnetes Parlament stürmte und Militärs zum Teil ihre Panzer aus den Depots geholt haben. Das war die Vorlage, deswegen sagt auch er, das ist völlig überzogen. Der Verfassungsrichter Javier Pérez Royo sagt es ganz klar, das ist eine groteske Anklage, es kann keine Rebellion ohne Gewalt geben. Und dadurch, dass man die Gewalt nicht hat, muss man Gewalt erfinden. Wir haben dann dieses ganze Konstrukt von dem Herrn Llarena basiert auf Vorgängen, die am 20. September vor einem Jahr vor dem Wirtschaftsministerium stattgefunden haben. Da gab es im Vorfeld Durchsuchungen in diversen Ministerien. Es haben sich dann vor das Wirtschaftsministerium etwa 50.000 Menschen versammelt, um gegen diese Durchsuchungen zu protestieren. Bei diesen Durchsuchungen, da waren 5 Jeeps der Guardia Civil vor dem Ministerium geparkt. Die gingen dann zu Bruch, im Wesentlichen dadurch, dass die Leute massenhaft da drauf geklettert sind, die Dinger zusammengebrochen sind. Interessanterweise waren die offen, und es lagen scharfe Waffen drin. Da kann man sich dann auch ein paar Sachen bei denken. Das ist nur mittlerweile klar. Das Problem von diesem Richter ist, dass in Spanien Gewalt klar definiert ist. Gewalt gegen Sachen ist keine Gewalt. Sachbeschädigung ist in Spanien nicht als Gewalt definiert. Gewalt kann nur gegen Menschen ausgeübt werden. Und dann kommt er, macht er so einen Trick. Und zwar sagt er, dass diese beiden
Jordi Cuixart und Jordi Sanchez, den ich hier habe, in der Situation verantwortlich waren für diesen Aufstand, den er dann zur Rebellion umdeutet. Die hätten nämlich versucht, die Beamten, also die Guardia Civil, die da eingedrungen war zur Durchsuchung, zu nötigen und zu verhindern, dass richterliche Anordnungen umgesetzt werden. Ich meine, das entbehrt jeder Logik. Die waren schon drin, die Durchsuchungen fanden statt, die Festnahmen fanden auch statt. Und das Absurdeste an dieser ganzen Geschichte ist dann das, dass er behauptet, sie hätten ihre Kontrolle über diese Versammlung nie dazu benutzt, um zu versuchen, diese Versammlung aufzulösen. Das ist mittlerweile klar widerlegt. Also die haben das mehrfach versucht und haben es auch geschafft, dass die Versammlung aufgelöst ist, beziehungsweise eine Gasse geschaffen wurde, in denen die Guardia Civil dann abziehen konnte, ohne dass die irgendwie belästigt wurden. Damit ist das ganze Konstrukt schon an der Stelle komplett zusammengebrochen, weil auch nicht stimmt, dass sie nichts dafür getan hätten, um die Sache aufzulösen. Das ist dem Llarena, also ganz dumm ist er ja auch nicht, auch klar, dass diese Vorgänge bei weitem nicht ausreichen, um irgendeine Gewaltszenerie zu definieren, indem er da einen Aufruhr oder eine Rebellion sogar draus formulieren könnte. Deswegen macht er dann so ein Fabelwesen auf, dass er dann so ein Märchen formuliert und sagt, es habe das Risiko bestanden, dass bei späteren Mobilisierung es zu einer instrumentalisierten Gewalt zur Erreichung der Unabhängigkeit kommen könnte. Muss man sich vorstellen, der auch wieder präventiv denkt er in die Zukunft und darauf basierend macht er Anklagen und nimmt Leute in Haft. Konkret sei eine Eskalation der Gewalt für den Tag des Referendums zu erwarten gewesen. Ja, die Gewalt gab es aber nur von einer Seite, und zwar von Seite der Polizei und der Militäreinheit Guardia Civil. Da wird zwar auch immer von Polizei gesprochen, aber es ist eine Militäreinheit. Es ist aber so, dem Richter ist offensichtlich ja nichts zu peinlich. Er hat dann diese ganzen Vorgänge ja auch zum Beispiel deutschen Richtern vorgelegt, in der Frage der Auslieferung von Karls Puigdemont. Deswegen glaube ich, muss ich nicht nur sagen, also ich meine, unsere Richter in Schleswig haben nicht gesagt, er erzählt Märchen, aber wenn man sich ihre Urteile durchliest, dann liest man das zwischen den Zeilen schon, weil die sagen, Rebellion haben sie gleich am Anfang von vornherein unzulässig ausgeschlossen, dann haben die Spanier nochmal angefangen, haben nochmal 2000 Seiten Material geschickt, um dann nachzuweisen, dass es da vielleicht doch irgendwie einen Aufruhr gegeben haben konnte. In der Entscheidung kommt dann auch klar raus, dass es noch nicht mal ausreichend Gewalt gab, um einen Landfriedensbruch, der mir hier bei jeder Demonstration Steinwurf wäre dann Landfriedensbruch, nicht mal das haben die gefunden. Und die Frage der Untreue, die Spanien dem Puigdemont und den anderen ja auch noch zur Last legt, haben sie halt nicht prüfen dürfen, weil das ist so eine Katalogstraftat nach EU-Recht. Da dürfen sie inhaltlich nicht prüfen, wenn es eine relative Deckungsgleichheit der Vorwürfe gibt. Allerdings zu dieser Untreue hat man auch herausragende Stimmen, in dem Fall sogar aus der spanischen Regierung, nämlich der ehemalige Finanzminister. Der hat damals gesagt im Parlament, dass nicht ein Euro für dieses Referendum aus Steuermitteln ausgegeben wurde. Also Untreue, die da eben mit den Ausgaben für dem Referendum gegeben haben, gab es also auch nicht. Soweit geht, dass man nach der Verhinderung der Kandidatur von Jordi Sanchez auch noch verhindert hat, dass
hier Jordi Turull gewählt werden konnte. In dem Fall ist, ist der Richter so weit gegangen, dass er ihn, nachdem er den ersten Wahlgang schon absolviert hatte, kurz vor dem zweiten Wahlgang, wo er dann mit einfacher Mehrheit gewählt worden wäre, allergrößter Wahrscheinlichkeit, noch schnell verhaften ließ. Also, und das sind Vorgänge, wo ich denke, dann kann man sehr gut verstehen, warum es in diesen ganzen Auseinandersetzungen und den ganzen Vorgängen, auch in den Mobilisierungen, jetzt zum Beispiel am 11. September auf der Diada, also dem Nationalfeiertag der Katalanen, war nicht mehr das Motto Unabhängigkeit, sondern das Motto ist Freiheit. Es geht mittlerweile um klare Freiheitsrechte und um Demokratie, die in dem Referendum verteidigt wurde und jetzt auch auf der Straße weiterhin verteidigt werden wird und werden muss, meiner Meinung nach.